Ja, mögliche Gründe für die hohen Infektionszahlen im Duisburger Norden haben wir gerade unter anderem von den Bewohnern selbst gehört. Die wissenschaftliche Perspektive kann uns jetzt die Soziologieprofessorin der Universität Duisburg-Essen, Professorin Anja Weiß, geben. Hallo Frau Professorin Weiß, schön Sie zu sehen. Guten Tag, Frau Henke. Ja, Frau Professorin Weiß, die Bezirksinzidenzen sind im Duisburger Westen und im Norden zum Teil massiv gestiegen, im Gegensatz zu den Zahlen in der Mitte oder im Süden. Wie erklären Sie sich als Soziologin diese Entwicklung? Ja, an erster Stelle steht sicherlich die Erklärung, die auch allen bekannt ist. Wenn man in engen Wohnverhältnissen lebt, wenn man in Dienstleistungsberufen tätig ist, wo wenig Hygienemaßnahmen erfolgen oder wo man zum Beispiel im Einzelhandel sich nicht komplett absichern kann, hat man natürlich ein höheres Ansteckungsrisiko. Man muss allerdings auch sagen, dass wir in der Soziologie immer auch noch so Dinge wie Alter berücksichtigen. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank eine Impfung der ganz alten Leute, ja, sodass jetzt natürlich mehr zum Tragen kommt, dass jüngere Leute dadurch, dass sie zur Schule gehen, dadurch, dass sie Haushaltsmitglieder haben, die zur Schule gehen, ein höheres Ansteckungsrisiko haben als Leute, die sich isolieren können. Da spielen viele Faktoren eine Rolle und man kann also nicht einfach sagen, die Zahlen sind höher, dann wissen wir, woran es liegt, sondern das ist eigentlich was, was man relativ kompliziert sich angucken muss. Mögliche Gründe dafür haben wir auch gerade von den Bewohnern und von der Bezirksbürgermeisterin von Hamburg gehört. Die decken sich auch unter anderem mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Da werden nämlich unter anderem familienstarke Haushalte genannt. Dann eben noch, dass Hamburg ein dicht besiedelter Stadtbezirk ist. Und zuletzt eben auch wird der Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund, Armut und Corona genannt. Und gerade letzteres ist ja ein sehr sensibles Thema. Deswegen nochmal die Frage, inwiefern wird denn eben angenommen, dass da zwischen diesen Komponenten ein Zusammenhang besteht? Und was bedeutet das gleichzeitig aber eben auch nicht? Ja, also es ist so, dass in Deutschland, anders als in anderen Ländern, die Menschen mit Migrationshintergrund im Durchschnitt ärmer sind. Da gibt es eine große Bandbreite. Also es gibt auch sehr viele Leute, die sehr gut verdienen. Aber im Durchschnitt sind sie eben ärmer. Und deswegen ist es immer wieder so, dass Dinge, die wir in Bezug auf Armut beobachten, dann auch immer etwas verstärkt bei Menschen mit Migrationshintergrund vorkommen. Und hier ganz klar, das sind Stadtviertel mit einem relativ hohen Zuwandereranteil, die relativ arm sind, die beengt leben. Und wir wissen, das beengte Zusammenleben ist ein Problem. Das heißt, für Corona. Da muss man nochmal klar an der Stelle sagen, die Herkunft ist nicht entscheidend, sondern eben die Wohnverhältnisse, die Arbeitssituation und der Status, die dann eben dadurch mitgebracht werden, richtig? Ja, also das ist wirklich so. Es ist ja so, die Communities sind auch durchaus vernetzt und Corona gibt es jetzt seit einem Jahr. Und zum Beispiel in der Türkei ganz drastisch, viele Leute sterben, auch junge Menschen. Das heißt, in diesem Fall kann man sehr davon ausgehen, dass die Leute informiert sind und dass sie sich auch schützen wollen. Das hört man auch aus den Communities. Aber wenn man eben zu dritt oder viert oder fünft in einer Drei-Zimmer-Wohnung lebt, ja, dann kann man sich eben schlecht schützen. Es gibt dann Familien, die sich komplett abschotten, was auch hart ist. Aber dann hat man ja auch die Situation, ein Kind geht doch in die Kita, geht in die Schule, kommt nach Hause und dann ist man eben relativ beengt und dann sind eben auch gleich alle angesteckt. In der Vergangenheit, zuletzt Anfang März, gab es eben auch eine große Diskussion, was das Thema anging. Das Thema sei ein Tabu, titelte die Bild-Zeitung. Die Politik traue sich nicht, offen darüber zu sprechen, aus Angst vor Rassismusdebatten. Was ist denn aber eben wichtig, wenn man offen in der Gesellschaft über dieses Thema sprechen möchte, dass eben nicht auf einen Schuldigen gezeigt wird oder der ausgemacht werden möchte, sondern dass eben das Virus klein gekriegt werden möchte? Also was ist wichtig, wenn man über dieses Thema offen sprechen möchte? Ja, also ich meine, dieses, dass das alles immer ein Tabu wäre, muss man sagen, ist ja schon, also in dem Moment, wo die Bild-Zeitung so spricht, zeigt sie ja schon, dass es offensichtlich kein Tabu ist. Und man muss auch sagen, im letzten Sommer gab es ja diesen Ausbruch in dem Göttinger Hochhaus, auch wieder beengte Wohnverhältnisse, arme Leute. Und da wurde massiv darüber berichtet. Und ich muss selber sagen, ich komme aus einer bayerischen Großfamilie. Wir haben uns im letzten Sommer auch getroffen. Ich dachte, im weitläufigen Garten meines Bauernonkels und ich musste schockiert feststellen, dass in meiner Großfamilie auch keine Corona-Regeln eingehalten wurden. Darüber wurde aber nicht berichtet, obwohl die Inzidenzen im südbayerischen Raum, hat man ja gesehen, die gingen dann auch durch die Decke.
Gott sei Dank, in unserer Familie haben wir pures Glück gehabt. Aber man sieht, es wird auch schon mit zweierlei Maß gemessen. Das wird man auch nicht ganz vermeiden können. Aber zu sagen, diese Debatten seien tabuisiert, das kann man, glaube ich, nicht behaupten, weil die Bild-Zeitung schreibt ja, was sie meint, und andere Leute sagen dann das Gegenteil. Also darüber wird ja offensichtlich diskutiert. Das sagt Professorin Anja Weiß, Soziologieprofessorin an der Universität Duisburg-Essen. Dankeschön, dass Sie mit uns einen Blick auf dieses Thema geworfen haben. Ja, vielen Dank, Frau Henke.